But I'm here to talk about the feelings, the scares, and the thoughts of children from all over the world. Because most people don't even care for the environment. Es scheint, als ob der Klimawandel sich nur sehr langsam bemerkbar macht. In Wahrheit aber schreitet er rasend schnell voran. Guten Abend, mein Name ist Liam und ich bin einer von rund 400 Klimabotschaftern von Plan for a Planet. Wenn heute in Umfragen Kinder und Jugendliche gefragt werden, worum sie sich in Zukunft die größten Sorgen machen, dann antworten inzwischen 3/4 aller Befragten: Ich habe Angst vor der Klimaentwicklung und mache mir insgesamt um unsere Umwelt Sorgen. Hallo, ich bin Felix Finkbeiner und 12 Jahre alt. Wie viele andere Kinder in meinem Alter mache ich mir große Sorgen um unsere Zukunft. We young people, 3 billion of the world's population, are concerned and frustrated that our governments are not doing enough to combat climate change. We now need more actions and less talking. 3 years ago, I was in fourth grade, 9 years old, and in our class we had the unit about the climate crisis. And during this unit, I learned a lot about Wangari Maathai, the Peace Nobel Prize laureate from Kenya, and she planted 30 million trees in 30 years with many, many other women there. And in this unit, I developed the idea that we could plant 1 million trees in each country of the world. Wir wollen in jedem Land der Welt 1 Million Bäume pflanzen. Bäume sind wichtig, denn Bäume reduzieren mehr CO2 wie alles Reden zusammen. In über 70 Ländern der Erde sind wir bereits mit anderen Kindern in Pflanzgruppen unterwegs. I'd like to join this Plan for the Planet in India and I request all the persons to support us because we are going to start a campaign in India also. The Plan for the Planet, we are going to plant 1 million trees in India. Stop talking, start planning. Yani ben nasıl demek ki artık We wish we would be there with you. But we decided to stop talking and start planting. Everybody that is going to start 1 million trees in their country, come up on the stage. Über 1500 Pflanzaktionen gab es in den vergangenen 3 Jahren in Deutschland. Die Kinder pflanzen Bäume zwischen Fabrikriesen und qualmenden Schornsteinen. Und die ortsansässigen Förster unterstützen sie. Einen Baum pflanzen lernen. Auch das ist Teil der Ausbildung an der Klimaakademie von Plant for the Planet. Die Motivation der Kinder ist enorm. Ja, ich möchte dann auch in meiner Klasse meine Klassenkameraden darauf aufmerksam machen, dass die Umwelt, dass wir die nicht verschmutzen sollen. Weil es geht nicht, dass wir jetzt auch die anderen können das ruhig ausbaden, unsere Nachfahren und jetzt verschmutzen wir die Atmosphäre. Aber das geht nicht. Bei uns geht es nicht nur um das Bäumepflanzen, sondern vor allem um Klimagerechtigkeit. Wir Kinder werden noch circa 80 Jahre auf diesem Planeten leben. Die meisten von euch Erwachsenen ungefähr noch 30 bis 40 Jahre. Deswegen ist es für euch Erwachsene eine wissenschaftliche Frage, ob und wie stark der Meeresspiegel ansteigt. Doch für uns Kinder ist es wahrscheinlich eine lebenswichtige Frage. Denn wir Kinder haben morgen das Klima, das ihr Erwachsenen uns heute macht. Bitte helft uns. Dankeschön. First point is carbon to the museum. The second point is climate justice. So if one person wants to exhaust more, he can buy the emission right from someone else. Through this, we can also bring the poverty into the museum. And the third point, tree planting. We are turning these 3 points into a letter and sending them to all the heads of governments in empowering other children that they can give presentations, organize planting activities and fight for the future.
then you can help us organize academies. Und wir veranstalten ganz viele Akademien und an diesen Akademien bilden wir Kinder, andere Kinder aus, selbst was für ihre Zukunft zu machen. Anschließend im Raum nebenan, eine sogenannte Klimaakademie. 37 Kinder sind nach Heilbronn gekommen. Sie wollen sich zum Botschafter für Klimagerechtigkeit ausbilden lassen und die Idee des Bäumepflanzens selbst in die Welt tragen. Sie erfahren viel über die weltweiten Zusammenhänge des Klimas und lernen, Vorträge zu halten. Mehr als 1600 Klimabotschafter sind bereits im Einsatz. If you promise to give at least or try to give at least one presentation in a month. Do you promise? Damit es auch jeder versteht, starteten wir die weltweite Kampagne Stop Talking, Start Planting. In unserem mobilen Fotostudio haben wir bereits 70 Plakatmotive mit echten Unterstützern aufgenommen. Angefangen in Genf mit Fürst Albert, kamen nach und nach auf meinen Reisen immer mehr Minister, Regierungschefs und Promis dazu. Stop talking, start planting. Nicht reden, handeln und Bäume pflanzen, so die Forderung der Kinder vor der Tür. Eine junge Aktivistin hält dem bekannten Gast dann auch den Mund zu. Zu guter Letzt das obligatorische Fotoshooting mit den Kongressteilnehmern für ihre Kampagne. Mitstreiter für den Klimaschutz, für ihre Zukunft gibt es nie genug. I need one volunteer. This is the campaign, Stop Talking, Start Planting. Die Presse hat alles dankbar aufgenommen. Stop talking, start planting. Die Schüler haben sich auf die Aktion gut vorbereitet. Mit den Masken vor dem Mund wollen sie zeigen, dass die Luft schon jetzt sehr dreckig ist. Mit den Pappbäumen, die sie dabei haben, machen sie klar, wie wichtig der Wald ist. Talking alone will not keep glaciers from melting and the rainforests from disappearing. Ja, ich bin ja ganz bei meinem Nachbarn. Wir müssen handeln.